Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sind bestürzt angesichts der brutalen und sinnlosen islamistischen Terroranschläge in Dresden, Paris, Nizza und Wien. Wir trauern um die Toten und unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer und den Schwerverletzten. Islamismus kostet das Leben Unschuldiger und er wird uns allen unsere Freiheit nehmen, wenn wir ihm nicht widerstehen. Deshalb ist es mit den immer gleichen Beschwichtigungsfloskeln, die auf die unzähligen Anschläge der Vergangenheit folgten, nicht mehr getan. Ich hätte mir als Reaktion auf die Terroranschläge ein starkes Signal der Berliner Muslime gewünscht. Ein Signal des Inhalts, nicht in unserem Namen, nicht im Namen unserer Religion. Leider ist dieses Signal ausgeblieben. Was wir erleben mussten, waren Demonstrationen, die sich nicht etwa gegen die Morde richteten, sondern allein gegen die Karikatur des Propheten. Und damit nicht genug. Letzten Sonntag zog ein 2016 als Asylbewerber eingereister Syrer durch Neukölln und zelebrierte öffentlich und ungehindert die Auspeitschung des französischen Staatspräsidenten Macron. Was für ein obszönes Schauspiel mitten in Berlin. Für uns ist klar, für ihn und für alle, die denken wie er, ist kein Platz in unserer Stadt und in unserem Land. Wenn wir über Islamismus reden, dann reden wir aber nicht nur über einige hundert Gefährder und 12.000 Salafisten. Das ist die terroristische bzw. gewaltbereite Speerspitze. Sondern wir reden über ein strukturelles Problem, das bereits in viele Bereiche unserer Gesellschaft eingedrungen ist. Nehmen wir nur die Schulen. Lehrerverbände beklagen ein Klima der Einschüchterung durch muslimische Schüler bei heiklen Themen. Das Mobbing gegen jüdische Mitschüler und gegen Schülerinnen, die sich nicht streng religiös verhalten, nimmt zu. Die Absenz muslimischer Mädchen beim Schwimmunterricht, wie auch der fehlende Respekt von Schülern gegenüber Lehrerinnen, ist inzwischen ein Alltagsphänomen. Und das alles ist fatal. Denn wo, wenn nicht in der Schule, sollen die Schüler die Werte, die Ideen und die Toleranz vermittelt und vorgelebt bekommen, die sie später in die Lage versetzen, dem totalitären Islamismus zu widerstehen? Auch die Meinungs- und die Kunstfreiheit sind bedroht, weshalb wir in unserer Entschließung ein klares Bekenntnis zu ihr ablegen. Wer wird nach dem Massaker bei Charlie Hebdo und der Enthauptung von Samuel Paty noch wagen, Mohammed-Karikaturen zu veröffentlichen? Dabei ist eine satirische Darstellung von Religion nur einmal von diesen Freiheiten entfasst. Wo Christen lernen müssen, sich mit einem Film wie Das Leben des Brian zu arrangieren, und viele finden ihn vermutlich sogar lustig, da müssen auch Muslime mit Mohammed-Karikaturen umzugehen lernen. Besonders stark wirkt der Islamismus auf die hiesigen Muslime ein. Über Verbände und Moscheen und von außen über Staaten wie die Türkei und Katar. Letztere nehmen Einfluss über Propagandakanäle, über Geldflüsse und über die Entsendung von Imamen. Sie befeuern Konflikte und zielen darauf ab, Integration zu verhindern. Besonders unrühmlich agiert dabei der türkische Präsident Erdogan, der in jedem Konflikt von außen noch Öl ins Feuer gießt. Auf der anderen Seite stehen die für eine aufgeklärte Version des Islam kämpfen, die das beste Gegengift gegen Islamismus ist. Doch die Vorkämpfer für diese Ideen lassen wir im Stich. An den skandalösen Zustand, dass Menschen wie Seren Atish und Hamid Abdel Samad rund um die Uhr geschützt werden müssen, weil Fundamentalisten sie mit dem Tode bedrohen, haben wir uns nur allzu leicht gewöhnt. Hamid erinnerte kürzlich daran, wie absurd es ist, dass er alle 4 Monate die Wohnung wechseln muss, während Gefährder unbehindert durch die Gegend laufen können. Das Vordringen des Islamismus ist indes nicht naturgegeben. Es beruht auf Kulturrelativismus und falscher Toleranz, die sich aus der verfehlten Multikulti-Ideologie ableiten, welche jede zugewanderte Lebens- und Glaubenspraxis per se als legitim ansieht. Es
gibt viele Beispiele, wie linke und grüne Politik den Islamismus fördert. Und einige werde ich im Folgenden beleuchten. Es beginnt damit, dass sie den Muslimen pauschal eine bequeme Opferrolle als permanent diskriminierte Minderheit zugestehen, auf die sich dann auch die Islamisten berufen können. Berechtigte Kritik diffamieren sie als Islamophobie und schaffen somit ein Framing, welches auch Fundamentalisten gegen Kritik immunisiert. Und auch wenn sie sich am Internationalen Frauentag noch so sehr als Vorkämpfer für Frauenrechte in Pose werfen, Frauen im Allgemeinen und muslimischen Frauen im Besonderen ist wenig mit verfassungswidrigen Paritätgesetzen geholfen. Man schützt sie vielmehr, indem man den Anmaßungen des zutiefst patriarchalischen Islamismus entgegentritt. Und da sind sie ein Totalausfall. Sie arbeiten sich an der vermeintlich... Sie arbeiten sich an der vermeintlich toxischen Männlichkeit alter weißer Männer ab, aber sobald die Männer mit den langen Gewändern und den langen Bärten um die Ecke kommen, schlagen sie sich als Erste in die Büsche. Freiheitssuchende Frauen aus muslimischen Familien können auf sie am allerwenigsten zählen. Notorisch ist die Kooperation des Senats mit fundamentalistischen Verbänden und Organisationen. Viele in der Koalition wollen das Neutralitätsgesetz schleifen und auch fundamentalistisch konnotierte Symbole wie das Kopftuch in staatlichen Institutionen etablieren. Kopftuchtragende Rechtsreferendaren sind ein erster Schritt dahin, das für den Rechtsstaat existenzielle Vertrauen in die Neutralität der Justiz zu untergraben. Meine Damen und Herren, eine Gesellschaft, die ihre Kultur verteidigt und sicher auftritt, macht es den Integrationswilligen leichter. Das hilft gegen Islamismus. Der Senat will jedoch überhaupt keine Integration, wie die Begründung der kürzlich vorgelegten Novelle des Partizipations- und Integrationsgesetzes zeigt. Dort heißt es, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, der Begriff der Integration bildet nicht ab, was mit dem Gesetz erreicht werden soll. Die Vorstellung von Integration drängt die Gesellschaft den Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte und legt nahe, dass die hinzugekommen sind, sich in eine Gesellschaft einfügen sollen. Zitat Ende. Ja, was denn sonst? Sollen wir jetzt mit Salafisten täglich aufs Neue unser Zusammenleben verhandeln? Das ist doch aberwitzig. Sie öffnen hier ein scheunengroßes Einfallstor für die Islamisten, denn wenn wir unsere Werte nicht propagieren, werden andere in dieses Vakuum stoßen. Meine Damen und Herren, wenn wir den 11. September 2001 als Ausgangspunkt nehmen, befinden wir uns schon seit fast 20 Jahren im Kampf gegen den Islamismus. Und was haben wir seither erreicht? Wenn wir ehrlich mit uns sind, wenig bis nichts. Weder gibt es bislang eine Strategie, noch können wir wesentliche Fortschritte verzeichnen. Deshalb ist es Zeit für eine Neubesinnung. Wenngleich es nicht den Königsweg gibt, den Islamismus zu besiegen, so ist doch eines klar. Ohne den Willen zur zivilisatorischen und kulturellen Selbstbehauptung, ohne dass wir unsere Werte offensiv vertreten, wird es nicht gehen. Als AfD fordern wir daher, an allen Berliner Schulen sind die Schüler über die Gefahren des Islamismus und die konstitutive Bedeutung der Meinungsfreiheit für die Demokratie aufzuklären. Die Bildungsverwaltung stärkt den Lehrern dabei im Falle von Anfeindungen uneingeschränkt den Rücken. Intransparente Finanzflüsse aus dem Ausland an Moscheen zur Förderung des Fundamentalismus sind zu unterbinden. Dasselbe gilt für den Import von Imamen. Jedwede Kooperation mit fundamentalistischen Verbänden ist einzustellen. So ist beispielsweise die Kooperation mit DITIB sofort zu beenden. Das Neutralitätsgesetz muss fortgelten. Fundamentalistisch-religiöse Symbole haben vor allem bei Polizei und Justiz, aber auch im Schuldienst nichts verloren. Die von uns in diesem Hause bereits beantragte gesetzliche Befreiung von Mädchen an staatlichen Schulen vom Kopftuch, bis sie das Alter der Religionsmündigkeit erreichen, ist zu verabschieden. Nur wer die freie Persönlichkeitsentwicklung fördert, kann fundamentalistischer Indoktrination etwas entgegensetzen. Ausländische Gefährder und Salafisten sind zum Schutze der Bevölkerung umgehend abzuschieben, und zwar auch nach Syrien und in den Irak.
Wir müssen endlich unsere Grenzen schützen, um zu verhindern, dass wie im Falle des Attentäters von Nizza Terroristen unter Berufung auf Asyl ungehindert einreisen können, um Anschläge zu begehen. Und islamistische Hasskriminalität im Netz ist konsequent zu verfolgen. Meine Damen und Herren, der Horror der letzten Tage und Wochen zeigt eines überdeutlich, so wie bisher kann es jedenfalls nicht weitergehen. Dieses Mal dürfen wir nicht in alte Routinen zurückfallen, kaum dass die Toten bestattet sind, sondern wir müssen es anders und besser machen. Das sind wir den Toten schuldig und das sind wir unserer Bevölkerung schuldig, die zu schützen unsere wichtigste Aufgabe ist. Vielen Dank. Applaus